Sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd zu liefern, ist prinzipiell eine sehr schlechte Idee. In Italien gilt das ganz besonders. Denn hier fahren die Beamten künftig diesen PS-Protz, einen Lamborghini Huracan. Die Polizei und das Innenministerium präsentierten jetzt in Rom das neue Einsatzfahrzeug. Der Superflitzer ist 300 km/h schnell. Er schafft es von 0 auf 100 in 3,2 Sekunden. Er ist bereits der zweite Lamborghini im Polizeidienst. Auf Luxuskarossen setzt auch die Polizei im Emirat Dubai. Allerdings dienen die Sportwagen hier eher der Imagepflege als der Verbrechensbekämpfung. Die Expo 2020 soll damit beworben werden. Sie findet in Dubai statt.